die wirklich perfekte Art, eine Kokosnuss zu öffnen. Guten Morgen, es gibt so viele Kokosnussöffnen Videos bei YouTube und auch im Internet generell, aber alle diese könnt ihr vergessen, weil immer wieder das klare Kokosnusswasser mit dem Reinbohren oder dem Reindrücken der Löcher mit irgendwelchen Krümeln immer wieder verunreinigt wird. Und nicht, dass wir davon nicht sterben würden oder dass wir sterben würden, aber es ist einfach nicht die perfekte Art, eine Kokosnuss zu öffnen, aber trotzdem steht in dem Video, dass es die perfekte Art ist. Ist es aber nicht. Und ich will, dass ihr die perfekte Art, eine Kokosnuss zu öffnen, kennenlernt. Und es gibt wirklich nur diese eine Art. Weil die Kokosnuss eben nicht verletzt wird. Also das Kokosfleisch und das Wasser drin. Und das Wasser ist auch noch komplett enthalten. Und auch was die Kreativität angeht, in der Zubereitung dann, ja, dann kann man mit diesem Ergebnis alles machen, was man will. Jemand hat auf dem Rohkostpotluck zwei Kokosnüsse mitgebracht. Und dann habe ich, ja, quasi was da war, ein billiges, sehr sehr leichtes Messer in die Hand gedrückt bekommen, was quasi komplett ungeeignet dafür ist und man entsprechend länger dafür braucht, und ich habe trotzdem das geschafft. Das heißt, ihr braucht nicht immer dieses große schwere Messer, sondern ihr könnt das auch mit anderen Sachen machen, aber ihr seht jetzt erstmal direkt den ersten Versuch, wo ich die Kokosnüsse in die Hand gedrückt bekommen habe und sagt: Christian, mach die doch mal perfekt auf. Hier ist das Video. So, ich wollte heute mal zeigen, wie man ganz unkompliziert eine Kokosnuss aufmacht. Das Problem ist, man braucht eigentlich ein großes, schweres Messer. Ich habe jetzt nur so ein ganz leichtes Messer, aber ich hoffe, das geht trotzdem. Weil viele sagen, oh, ich habe keinen Schraubenzieher dabei, und die tun das so aufdröseln und so weiter. Das ist eigentlich alles gar nicht notwendig. Das ist hier eine richtig frische Kokosnuss und das ist hier irgendwie so ein 0815 ganz leichtes Messer, und trotzdem hoffe ich, dass das funktioniert. So, und in der Theorie sieht das so aus, dass du die Kokosnuss nimmst und im oberen Drittel hier immer anschlägst mit dem Messer, mit der Rückseite des Messers. Immer anschlägst, hier anschlägst und dann rundherum, das einfach drehst. Und dann tut sich das hier leicht brechen und dann kannst du es einfach abheben. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier nicht die Löcher reingemacht und irgendwie den Saft rausgelassen, sondern der Saft ist auch noch drin, die ist voll geprall gefüllt. Und idealerweise ist es dann so, dass du, dass die Schale abgeht, aber innen das Schwarze noch bleibt. Also es ist, wir schauen mal. Umso länger es braucht, umso besser ist es, weil wenn du zu schnell zu stark schlägst, dann sage ich jetzt nicht nur, weil es ist, weil du zu schnell zu stark schlägst, dann machst du vorne einen Riss rein, und ja, deswegen ruhig ein bisschen länger brauchen, aber das Messer ist halt wirklich nicht das Beste. Da seht ihr selber, es rutscht immer ein bisschen ab. Ich glaube, ich hau einfach mal hier durch. Ja, das ist ja gerade der Trick, dass man das jetzt dass man das machen kann, ohne die Flüssigkeit rauszunehmen. Spritzt nee, spritzt nicht raus, weil nur die Schale sich löst. Wir gucken jetzt mal, wie der Christian das macht. Genau. Aber es wird schon. Genau. Hier unten ist ja die Schale, die du mitessen kannst. Wie gesagt, ein Messer, jetzt. Sieht schön gut aus, Christian. Ein bisschen Feingefühl. Theoretisch hast du jetzt nur, ich weiß nicht wie viel Saft, aber normalerweise ist das unter der Hälfte. Ja, ja. Und bleib drauf, genau. So, und dann hast du jetzt, und dann hast du, darf ich mal reinlegen kurz? Ja. Und dann hast du das, und dann kannst du natürlich einfach abschneiden und den Saft rausmachen. Und da hast du nicht, wenn du reindrehst, immer diese kleinen Stückchen von der Schale drin und so weiter. Das ist halt einfach die beste Möglichkeit, so eine Kokosnuss zu öffnen. Danke, Christian. Klatschen hier, ich hasse Klatschen. So, genau. Aber mit einem ordentlichen Messer geht es nicht besser, weil das ist viel zu leicht. Wenn du das natürlich noch ein bisschen mehr Power hast, dann kannst du das noch schneller machen. Mhm. Aber es ist gar nicht so schlecht, weil dann brauchst du länger und dann kannst du feinfühliger arbeiten. Hier ist dein Messer. So, also trotz des billigen, leichten Messers hat es geklappt. Normal empfehle ich euch ein was Schweres, was Massives. Die Rückseite von so einem schweren Messer, das geht wunderbar, so einem richtigen wertigen Messer. Aber genauso könnt ihr auch ein Metallrohr nehmen oder wenn ihr draußen seid, einfach einen Stein nehmen. Einfach langsam rundherum im oberen Drittel auf die Kokosnuss draufhauen und eben dann immer dabei drehen.
Auch wenn ihr keinen Sprung in der Schale seht, einfach weitermachen, immer konstante Kraft und drehen dabei. Also nicht auf eine Stelle und warten bis ein Sprung kommt, sondern immer weiter drehen und leicht draufhauen. Das funktioniert eigentlich wirklich immer. Zumindest habe ich auf diese Weise schon über 20 Kokosnüsse geöffnet und es ging immer wunderbar. Und zwar ohne dieses Wasser rauslassen und irgendwie bohren oder so. Das ist wirklich die perfekte Art, eine Kokosnuss zu öffnen. Und die ist fast immer möglich, überall, auch in der Natur. Und da möchte ich wirklich nochmal ganz deutlich sagen, wenn euch jemand sagen will, die Kokosnuss so oder so wird sie geöffnet, und dann könnt ihr jetzt sagen, es gibt nur eine perfekte Art, eine Kokosnuss zu öffnen. Und die gibt's bei Raw Spirit. Und dieses Video. Das Video geht um die Welt, ich spüre das. Das müsst ihr einfach wissen und entsprechend, jetzt wisst ihr's. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.